Und Sie haben es heute, meine Damen und Herren, in Ihnen. Vielen Dank. Süß. Ich verstehe das. Wir haben junge, drei junge Herren hier, die klatschen immer ein bisschen länger wie anderen. Und ich verstehe das. Warum? Ich war auch mal in der Pubertät. Und warte ab, bis ihr erstmal noch Weiber habt. Sie haben es heute Morgen in Ihrer örtlichen Presse gelesen. Franz Beckenbauer, der Kaiser, hat getobt beim Festbankett in Lyon nach dem knappen 0:3 Heimsieg für Lyon. In der Champions League. Der Kaiser war so wütend über die Leistung seiner Spieler. Er war so wütend, um sich abzureagieren, war kurz davor, spontan eine Weihnachtsfeier einzuberufen. Ja, er hat gesagt... Es fielen Begriffe wie Jobwechsel, bezogen auf die Spieler. Gut, wenn das so weitergeht, Jobwechsel. Das war Fußball wie vor 30 Jahren. Wie eine Uwe Seeler Traditionsmannschaft. Ist das nicht eine Frechheit gegen Uwe? Ja? Und der Kaiser hat am Schluss sich Rotwein einschenken lassen und eine Zigarre entzündet. Oder wie man im Fall vom Kaiser sagt, er hat die Luft mit Rauch geschwängert. Ich habe es Ihnen gestern gesagt, meine Damen und Herren, bei uns laufen Wetten, die Bayern gewinnen trotz allem die Champions League und sie werden trotzdem deutscher Meister. Ich persönlich glaube auch daran, weil sie werden sich zusammenreißen gegen Arsenal und dann auch in der Bundesliga. Aber Franz hat gesagt, wenn das Herr Beckenbauer hat, der Kaiser hat gesagt, sucht euch einen anderen Job. Das könnte hart werden. Was soll Jens Jeremies zum Beispiel machen? Vielleicht Profifußballer werden. Die Frage ist, meine Damen und Herren, wie lange schaut sich der Sponsor der Bayern das noch an? Ich glaube, noch drei solcher Spiele und bei den Bayern steht vorne nicht mehr Opel, sondern Telekom. Unser Beitrag zum Weltfrauentag, zwei Männer, die Wünsche wahr werden lassen. Mein erster Gast gehört zusammen mit seinen Geschwistern zur erfolgreichsten musikalischen Formation der letzten Jahre. Aber heute Abend ist er in erster Linie hier in seiner Funktion als Sportler. Und es ist unglaublich. Er hat erst vor 5 Jahren angefangen, extrem Sport zu machen. Jogging, Triathlon, Ironman, zu wissen, 5000 Kilometer laufen, 20.000 Kilometer Radfahren und anschließend durch den Atlantik nach New York und zurück. 10 solcher Wettbewerbe hat er im letzten Jahr gemacht. Heute Abend hier bei uns Joey Kelly. Mein zweiter Gast. Ein fabelhafter Schauspieler. Und ich freue mich sehr, ich habe ihn vor letztes Jahr im Sommer in Stuttgart kennengelernt, wo er lebt. Und das ist schon ein Grund, meine Damen und Herren, ihn mal auszuzeichnen. Ein Schauspieler, der in Stuttgart lebt, obwohl er überall im Fernsehen arbeitet. Und Sie kennen ihn alle aus der erfolgreichsten Sitcom im deutschen Fernsehen. Nicola als Partner von Marile Milovic, Grimme-Preis erhalten für diese Rolle. Heute Abend bei uns Walter Sittler. Und einer der erfolgreichsten Trainer in Europa, Christoph Daum. Du willst wohl Berti haben. Christoph Daum ist wieder im Geschäft. Er ist neuer Trainer bei, ich hoffe, ich sage es richtig, Beşiktaş Istanbul. Spricht man das so aus? Beşiktaş. Seid ihr Türken? Wirklich wahr? Wo lebt ihr?
Hier in Deutschland. Und wo? In Köln oder also? In Esslingen. In Esslingen? Bei Nürtingen? Ja. Schwätzt ihr Schwäbisch? Ja. Halt da, guck her. Ich glaube, ich bin echt, wenn wir mit dem Auto kommen. Mit dem Zug. Alle zusammen. Ja? Also, Beşiktaş, man sagt Beşiktaş, ja? Ist das ein Stadtteil von Istanbul? Ja. Ja, Beşiktaş. Ist ein Promi-Viertel oder so wie Esslingen? Vornehm. Ja. Beşiktaş. Und die türkischen Fans dort sagen, Christoph, rette uns, sie lieben ihn, er wird vergöttert. Christoph Sommer hat wirklich neue Hoffnung geschnuppert. Und ja. Und Christoph Daum, Trainer in Istanbul, das heißt, er hat jetzt auch wieder viele, viele, viele Fans in Köln. Die mit, ja, natürlich. Ja, Sie sind schon in Esslingen geboren, oder? Hä? Wo schaffen Sie noch? Beim Daimler? Oh je, das sagt Debitel. Debitel? Wieso? Auch pleite? Nein. Alle beide? Neu. Und du? Hast du kein Geschäft? Ja. Ach, du bist gar kein Türke? Doch. Doch. Bitte? Stolzer. Stolztag. Stolzer Türke. Stolzer Türke? Ja. Ja, gibt's auch andere? Ist doch nicht wie bei unserem Volk, wo man sich schämt. Zu Recht! Gestern Abend, den ich gesehen habe bei unserem Freund Günther Jauch, Champions League. Christoph Daum als Co-Kommentator. Und Günther Jauch hat gefragt, Herr Daum, wie gehen die Türken mit ihrer Drogenvergangenheit um? Schweigen. Pause. Schweigen. Und ich hatte das Gefühl, Günther Jauch sagt gleich, wollen Sie jemand anrufen? Unsere Bundeswehr, man glaubt es kaum, Nachwuchsmangel und Finanzkrise. Die Ausstattung bei der Bundeswehr ist wirklich so miserabel, die meisten Soldaten würden schon barfuß gehen, wenn sie nicht von zu Hause private Springerstiefel mitbringen könnten. Ja. Ganz arm! Nichts! Alaf, die Bundeswehr! Die Bundeswehr hat zu wenig Piloten. Die Bundeswehr hat so wenig Piloten, Hans Eichel wurde schon im Auto gesehen. Ja? Aber ich finde, sehen wir das Ganze positiv. Die Bundeswehr mit diesen wenigen Leuten, man kann wirklich sagen, diesmal geht unser Militär den Bach runter, ohne die Nachbarn zu belästigen. Ja, ist so schön. Und was gibt es Neues aus England? Gestern hatten wir eine Kettenraucherin auf diesem Platz hier. Ja? In England kommt jetzt demnächst eine sprechende Zigarettenschachtel. Viele sagen, hey, Werner Lorand. Nein! 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 Das ist eine Schachtel, die sagt, Rauchen kann tödlich sein. Die Schachtel wird sich schön wundern, wenn der Raucher antwortet, ich weiß. In Deutschland kommt eine Sonderedition raus, die sagt, vergessen Sie das Training nicht, Herr Basler. Viele Raucher werden das gar nicht hören, was die Schachtel ihnen sagt, weil sie so laut husten. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es im Zeichen des Comedy-Booms auch Schachtel mit lustigen Sprüchen gibt. Oder? Sterben musst du sowieso, doch leichter geht's mit Marlboro. Das war's und passend zum Thema der Räusperer des Tages. Jeden
die heute, wenn sie heute an den Kiosk gegangen sind, werden sie sagen, Donnerwetter, endlich mal ein Titelbild, das man lange nicht gesehen hat. Barbara Becker, die Ex-Gattin unseres Ex-Tennis, Ex-Idols. Bunte, Stern, welches Foto gefällt Ihnen besser? Bunte. Bunte? Wer ist für Bunte? Wer ist für Stern? Oh, siehst du, der Stern hat das, es ist doch irgendwie eine Barbara Becker, die man bisher weniger kannte. Ursprünglich, achso, jetzt habe ich Stern weggelegt. Ursprünglich wild, eine Frau, verletzt, ja, aber fähig, allein zu atmen. Ja, sagt sie im Stern, das ist ein sehr, sehr, sehr interessantes Interview. Und was ist dein Lieblingszitat aus diesem Interview? Oh, da gibt es viele. Zum Beispiel über Boris. Seine Mutter hat mir mal erzählt, dass er als kleiner Junge stundenlang aus dem Fenster geguckt und beobachtet hat. Das macht er teilweise immer noch. Boris guckt? Boris guckt stundenlang aus dem Fenster und beobachtet? Ja. Wo, in Bogenhausen? Ja, wo sonst nichts zu tun oder im Büro oder weiß ich nicht. Wie müssen die Emotionen einer Frau aussehen, die wenige Wochen nach der Scheidung sich so fotografieren lässt? Das ist ja auch für den Geschiedenen nicht einfach, oder? Du siehst deine Frau, deine Ex-Frau so auf Händen an der Mauer lehnen. Aber es sind fantastische Fotos. Und das Tolle ist, Barbara Becker, für ihre neue CD, die andere ist ja schon eine Weile her, schreibt zusammen mit ihrer Cousine Texte. Mhm. Ja? Und weißt du, wer der Produzent von dieser Platte ist? Oh, steht das da? Vergessen. Ja. Nee, wer? Chico Bennett. Echt? Ja. Ach so, da steht's, ja. Weißt du, wer Chico Bennett ist? Nee. Und das ist das Entscheidende. Ach doch, der hat die Moment. Chico Bennett. Und viele von Ihnen sagen, boah, wer ist denn das? Chico Bennett. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz in diesem Interview. Der Produzent ist Frage, Antwort. Chico Bennett. Der hat die letzten 6 Madonna-Stücke abgemischt. Ja. Das ist es. Er hat die letzten 6 Madonna-Stücke abgemischt. Welche waren das? Das sind aber, glaube ich, die, wo immer diese Pausen drin sind. So ist so eine Melodie. Und das hat Chico Bennett abgemischt. Ja, ich glaube, ja. Der ist der Spezialist für. Abgemischt. Pausen machen. Remix, das sind diese modernen Platten, die man in New York aufnimmt. In L.A. kommt noch eine Querflöte dazu. Und in London wird dann abgemischt. Ja. Abgemischt. Und das mit solchen Leuten arbeitet Barbara Becker jetzt zusammen. Und sie sagt, guck mal hier, das finde ich auch schön. Sie umarmt den Chefredakteur des Sterns. Sie ist auch per Du mit den Journalisten. Sie sagt immer, das liegt doch an euch. Da ist schon eine gewisse Nähe da. Mhm. Das nutzt natürlich nichts. Im nächsten Fall gibt es ja doch wieder eins auf die Mütze. Aber das hier, das gefällt mir sehr gut. Schauen Sie, sie umarmt ihn. Das sind Freunde. Abschiedsfoto auf Fisher Island. Mit Boris gibt es so ein Foto nicht. Nee. Zum Abschied auf Fisher Island. Und hast du gewusst, dass Boris mit Teppichen aufgewachsen ist? Ja, das wusste ich nicht. Weil es wieder zu verstehen ist. Ja, Boris ist mit Teppich aufgewachsen. Sie nicht. Ja, aber bezieht sich das auf den Hoteljungen oder auf seine Heimat in Leimen? Nein, zu Hause in Leimen war natürlich Teppich auf dem Boden. Ja, bei denen nicht, ne? Nee, bei Babs war kein Teppich auf dem Boden. Ich dachte erst vielleicht vor der Tür. Ja. Auch nicht, nirgends. Kein Teppichfall. Babs ist Waldorfschülerin. Ihre Mutter ist Schülerin. Ja! Ihre Mutter ist Waldorfschülerlehrerin. Ja. Und sie hatten keine Teppiche und sie hat immer alles mitgenommen ins Hotel, während Boris so ein richtiger Hoteltyp ist, der nur die Zahnbürste mit ins Hotel genommen hat. Er hängt nicht an unserem 30er-Jahres-Sofa. Wo ist es denn mit dem Teppich? Ja, bei dem 30er-Jahres-Sofa. Wo? Dinge, er ist ein richtiger Hoteljunge. Er ist auch mit dem Teppich groß geworden. Wir hatten keine. Boris ist ein richtiger Zigeuner. Ich nicht, ich sehe nur so aus. Es steht hier.
Hier. Hier, falls dieser Anwalt mit der Strubbelfrisur, der sich in der zweiten Runde das Gel an den Kopf schmiert, mithört. Wörtlich. Weil ich nicht so ein Zigeuner bin wie er. Ich sehe nur mehr wie einer aus. Erinnere mich an Operette. Und ich weiß nicht, heute den ganzen Tag überlegt, ist es Gräfin Mariza oder ist es die Czardasch-Fürstin? Mit diesen schönen Dingen. Du schwarzer Zigeuner, komm, spiel mir was vor, weil ich nicht vergessen kann, dass ich dich verlor. Kennst du nicht? Nee. Ihr hattet keine Operette zu Hause? Nee. Hatte ihr Teppiche? Jo, ja. So Teppiche, wo die Fransen immer gerade gelegt wurden? Oh, nee. Das ihr hattet keine Fransen? Doch, manchmal schon. Und die liegen einfach krumm rum? Ja. Wirklich wahr? Ihr habt wohl auch SPD gewählt. Ja, dieses Gestotter! Du Grüner! Tolles Interview. Sehr, sehr, sehr gut. Ja. Wer ist eigentlich dieser Techniker, der immer an seiner Musikanlage rumgeschraubt hat? War das unser Ex-Chef oder war da noch einer zwischen? Nein, das weiß ich nicht. Ich habe das auch überlegt. Aber was mich natürlich schon gefreut hat, ist, dass Barbara immer mit Typen zusammen war. Und das habe ich auch nicht gewusst. Barbara Becker sagt in diesem Interview, sie war immer mit Typen zusammen, die nie noch andere Frauen parallel mit ihr hatten. Selten in dieser Branche, oder? Nur mit ihr zusammen. Und dann hat sie die Stullen geschmiert, Brote, und dann ging Boris. Einfach so. Nicht mal einen Teppich mitgenommen. Nichts. Wir haben einen zweiten Giganten entdeckt, meine Damen und Herren. Ein Mann, den wir bisher sträflich vernachlässigt haben. Und zwar dem Mann, dem wir überhaupt verdanken, dass wir Fernsehen in ARD und ZDF, dem freesten aller Free-TVs, so free, freer geht's nicht, verdanken können. Kurt Beck. Und viele Jugendliche werden, glaube ich, am Morgen sagen, ich möchte so aussehen wie Kurt Beck. Wirklich, ich möchte so sein wie er. Ich möchte, vergesst Robbie Williams, ihr könnt so aussehen wie Kurt Beck. Folgendes, ihr müsst nur bei euren Eltern einen Teppichboden haben, ein kleines Stück. Da schneidet ihr ein Loch rein, ja, und dann macht ihr unten das Teil als Bart und oben als Haare. Und schon seht ihr aus wie Kurt Beck, ein echter Superstar, ein Gigant. Er ist der Chef des ZDF, der Aufsichtsratschef des ZDF. Er bestimmt, was im ZDF gemacht wird. Er sucht die Saalwetten raus bei Wetten, dass er gießt die Blumen im Fernsehgarten. Er stellt die Mannschaft bei Kaiserslautern auf. Er ist im Wahlkampf, das ist ihm wurscht. Das hat nichts mit dem Wahlkampf zu tun, sondern er hat einfach gesagt, Donnerwetter, ja, die Haare habe ich eh schon auf, jetzt hole ich den Fußball zurück zu ARD und ZDF. Und weil ich weiß, dass viele Menschen ihn noch nicht genügend kennen, einen wirklichen Giganten, wollen wir ihn in einer kleinen Filmeinspielung ein bisschen nahebringen. Kurt Beck, den Namen müsst ihr jetzt wirklich mal merken. Kurt Beck, das sympathische Fass aus Rheinland-Pfalz, das Mammut unter den Ministerpräsidenten. Beck hat's geschafft. Er setzte Leo Kirch dermaßen unter Druck, dass jetzt doch alle Deutschen die WM gucken können. Danke, Kurt. Wer gesehen hat, wie geschmeidig und tänzerisch er sich beim Torwandschießen um den Ball bemüht, der weiß, hier ist keiner, der krampfhaft einen sportlichen Eindruck machen will. Nein, hier ist einer, der Ballbehandlung mit der Muttermilch aufgesogen hat. Fantastisch. Ja, der bullige Badberg-Zabener ist ein Landesvater zum Liebhaben. Gerade weil er auch zu seinen kleinen Schrullen steht. Zum einen isst er gerne, bis das pralle Bäuchlein fast platzen möchte. Und wann immer er Zeit findet, trinkt Beck ordentlich Alkohol. Und er findet reichlich Zeit. Ob draußen an der frischen Luft, ob im Parlament oder daheim im Kreis der Lieben. Kurti zieht sich für sein Leben gern die Kappe dicht. Dann setzt er sich lustige Hüte auf, zieht sich verrückte Krawatten an und grölt und feiert, bis der Arzt kommt. An sich ist Kurt also ein glücklicher Mann. Wäre da nicht seine tragische Liebe zum Kanzler. Nachdem Schröder ihn einmal angefasst hatte, verliebte sich Beck bis über beide Ohren in den charismatischen Premier, machte ihm den Hof. Er lud ihn zum Bier ein, nahm ihn mit zum Fußball. Er schenkte ihm Blumen. Bald sprach Beck offen von Hochzeit. Doch alles vergebens. Als Beck den Kanzler bat, doch mal Damenschuhe anzuziehen, war das Maß voll. Schröder machte Schluss. Seitdem ist Beck ein gebrochener Mann.
Und selbst die Beatles können ihn nicht aufmuntern. Das heißt, Felix Magath hat ausgedient. Unser neuer Liebling des Monats nach nur 7 Tagen, Kurt Beck, der Retter des Fußballs für den deutschen Fan. Ein Vorbild, ein Idol, ein Mann, den man einfach mögen muss. Wir sagen Danke, Kurt Beck. Jetzt heißt es wieder aufgepasst für Sie zu Hause. Wenn Sie sagen, Donnerwetter, ich möchte auch gerne so eine Show haben, ich möchte auch gerne auf einer Bühne auftreten, es ist einfacher, als Sie glauben, aber das Ganze ist das Ergebnis von harter Ausbildung. Einsam. Nie den passenden Spruch auf der Zunge. Zum Glück gibt's ja uns! Mit Harald zur Vorschule wirst du eine richtig geile Brüllerkanone, die bei jedem erdenklichen Anlass die Zwergfälle zum Wackeln bringt. Schluss mit Trübsal, Spaß muss sein! Harald zur Moorschule, Lektion 25. Oh, Micky, hast du mal eine Kippe für mich? Nee. Ach, bitte. Oh Mann, oh. Nee, ehrlich. Oh, bitte. Nee, will ich nicht. Falsch. Heikles Thema mit diesen Schnorren. Doch wer ihn kennt, weiß, dass er noch was zum Paffen bekommt. Micky, hast du mal eine Kippe für mich? Meine sind noch im Automaten. Harald zur Moorschule, Lektion 26. Halb vier. Ich geh's nach Hause. Ja, ich mach auch jetzt bald Schluss. Oh, pfui. So muss doch kein Arbeitstag enden. Wirklich. Ich geh's nach Hause. Ja, dann grüßt deine Frau und meine Kinder. Aber da geht doch noch was, oder? Ich geh's nach Hause. Ja, dann tu einen für mich mit rein. Ich weiß, das ist für ihn ein mit rein zu verdienen. Und Topper! Und Topper! Harald zur Moorschule, Lektion 27. Da bist du ja endlich. Wie war deine Anreise? Gut, gut. Schön, dich nach so langer Zeit endlich mal wieder zu sehen. Junge. Mensch, du hast aber zugelegt. Und du? Hast eine Gesichtsfurze. Was machst du mich denn hier so an? Kaltgestellt? So nicht. Gesichtsfurze war früher. Mit einem gezielten Konter lässt sich der Spieß einfach umdrehen. Junge. Mensch, du hast aber zugelegt. Und du? Hast eine Gesichtsfurze. Nee, das ist ein Muschischrubber. Der saß, aber auch nicht schlecht ist. Nee, das ist ein Scheidenwischer. Scheidenwischer, damit hatte Klopsi wohl kaum gerechnet. Was, noch einer? Nee, das ist eine Schenkelbürste. Das hab ich noch nie gehört. Ich glaub, der kommt nie wieder, du. Beim nächsten Mal zeigen wir Ihnen, Sommersprossen sind auch Gesichtspunkte. Im Osten trägt man keine Westen. Und lieber Gras rauchen als Heuschnupfen. Ich sehe gerade, ist eine andere Brille. Ja, das habe ich doch richtig gesehen. Ist das die rosa Brille? Ja, rosa, lila, blau, irgendwie sowas. Willst du mal sehen? Zeig doch mal bitte. So? Warte mal. Wow. Und ich. Besser, die oder die gestern? Na, ich glaube, ich finde die gestern ein die bisschen cooler, besser. Ne? Ja. Ja. Aber die ist natürlich auch sehr gut. Und die ist auch ohne Dioptrien? Ja. Du weißt doch, man muss sich nur Haarspray ins Auge sprühen. Schon braucht man nichts mehr. Ja, oder was ich empfehlen kann für Kontaktlinsenträger, vorher japanisches Heilpflanzenöl auf die Finger. Kennen und lieben meinen ersten Gast heute Abend als Gitarrist der Kelly Family. Aber was viele bisher nicht wussten, er ist ein
unglaublicher Extremsportler. Er hat im letzten Jahr an 8 Ironman-Wettbewerben teilgenommen. Herzlich willkommen, Joey Kelly! Ich konnte das wirklich kaum glauben. 8 Ironman. Ja? Ja, im letzten Jahr. Ironman ist die dreifache Anzahl an Distanz von einem normalen Triathlon bei allem? Also vierfach von der Olympiadistanz, zum Beispiel, was man jetzt kennt von Sydney. Das heißt, wie lange laufen? Welche Strecke? Nee, man fängt mit Schwimmen an. Ja. Man schwimmt 3,8 Kilometer. Ja. Und dann 180 Kilometer Fahrrad und in Anschluss 42 laufen. Ein kompletter Marathonlauf? Ja. Wie lange ist man da unterwegs insgesamt? Es kommt drauf an, welche Strecke das ist. Es gibt verschiedene Strecken. Manche Strecken sind schwieriger als andere. Man muss unter 15 Stunden ankommen, ansonsten ist man disqualifiziert meistens. Und in welcher Zeit bist du angekommen? Nicht so schnell. Also ich komme so unter 11 Stunden. Unter 11 Stunden? Ja. Wie lange braucht man, bis man sich von sowas wieder erholt hat? Meistens für mich, es kommt drauf an, jeder ist unterschiedlich. Ich habe schon mal eine Woche später nochmal einen Ironman gemacht. Also es geht, es ist natürlich heftig. Ja. Aber meistens so drei, vier Wochen Regeneration, langsam anfangen mit Trainieren wieder. Ja. Und dann neue Ziele. Ich meine, wie kamst du auf die Idee, überhaupt solche extreme Sport anzumachen? Das ist ja noch nicht so lange her, dass du das machst, oder? Ja, das stimmt. Es ist Zufall. Ich bin zufällig auf Ausdauersport gekommen. Ich habe mit meiner Schwester Patricia gewettet, dass die war so ein bisschen fasziniert über Triathlon. Ne? Ja. Und dann habe ich mit ihr gewettet, dass ich einen Kurzdistanz-Triathlon schaffe. Und habe da mit teilgenommen und bin dann auch angekommen. Wie, ohne Training? Fast ohne Training, ja, aber so Kurzdistanz. Ne? Ja, also, trotzdem, wie viel ist das, die Kurzdistanz? Das ist 1,5 Schwimmen und dann 42 Rad und 10 Laufen. Also die Olympiadedistanz. Das ist ja der Wahnsinn, ohne Training. Ich bin auch angekommen. Also ich war fix und fertig. Ich war nicht letzter, aber fast. Ja. Und das hat aber trotzdem Spaß gemacht? An dem Moment nicht, aber nachhinaus. Also nachhinaus war das ein sehr schönes Gefühl. Es war auch ein sehr schönes Wettkampf. Und dann habe ich dann mir überlegt, ob ich vielleicht intensiver trainieren würde. Ja. Dann wird es auch vielleicht mehr Spaß machen. Und habe auch dann intensiver trainiert und 8 Wochen später habe ich dann noch einen Kurzdistanz-Triathlon gemacht. Und dann baut man sich so peu à peu auf die Langdistanz. Aber das sind ja unterschiedliche Veranstaltungen. Das eine ist zum Beispiel, was weiß ich, geht von Seattle nach Florida. Das ist aber nochmal wieder was anderes, ja? Das ist ein anderes Rennen. Also das Rennen habe ich noch nicht gemacht. Das ist Race Across America. Mit dem Fahrrad? Genau, ja. Nonstop? Nonstop. Also es ist so, man muss unter 10 Tagen ankommen. Ja. Also das volle Distanz. Das Distanz sind knappe 5000 Kilometer. Und das ist ein Rennen, das ich in Juno mache. Ich mache das mit einem Freund von mir. Ja. Als Team, zu zweit. Und wir fahren 24 Stunden am Tag. Und das heißt, der eine steigt ab und der andere fährt mit dem Rad weiter? Ja. Und dann fährt man im Auto nebenher? Oder? Ja, wir haben ein komplettes Team. Es sind 3 Fahrzeuge. Es ist ein offizielles Rennen. Also du hast eine Crew von 12 Leuten. Aha. Es ist alles, man muss es auch sehr gut organisieren. Und wir fahren 24 Stunden am Tag, jeder muss 12 Stunden fahren. Wir müssen jeden Tag knappe 500 Kilometer schaffen. Ja. Ansonsten schaffen wir nicht die Qualifying Time. Aha. Ja. Ja. Wie ernährt man sich eigentlich so in den letzten Tagen, wenn es auf so einem Marathon? Einige Leute von uns, Herr Antrag, ist auch schon mal im Marathon gegangen. Und, ich weiß nicht, er hat also seine Ernährung völlig umgestellt vorher. Ja, also wenn man Ausdauersport macht, dann ernährt man sich vielleicht gezielt ein bisschen besser. Man versucht zumindest. Ne? Darf man Fleisch essen? Man kann alles, aber ich esse wenig Fleisch, mehr so Weißfleisch vielleicht, Huhn oder Fisch oder andere Sorten von, also kein Steak oder so oder kaum oder fast nie. Was ich mache sehr viel ist, vor die Wettkämpfe mache ich immer so eine Eiweißdiät. Aha. Ne? Eiweißdiät, also die letzten 10 Tagen. 7 Tagen davon isst man nur Eiweiß. Ja. Ich verliere immer dadurch so ungefähr 2 Kilo. Was heißt das? Wie nimmt man dieses Eiweiß zu sich? Mit Milch? Oder? Nee, man isst so Eiweißprodukten. Das heißt Joghurt, Milch, Huhn, Fisch. Aha.
Also alles, was mit Eiweiß zu tun hat, darf man essen und kein Kohlenhydrat. Keine Kartoffeln, keine Nudeln. Genau. Ja. Und dann die letzten 2,5, 3 Tagen isst man ganz gezielt Brot, alles versucht man aus Vollkorn. Es gibt auch so spezial Powerbars, Powerriegeln. Schmeckt das? Nicht so gut, nee. Aber man gewöhnt sich dran. Ja. Es hilft, also für die Wettkämpfe. Weil die Wettkämpfe esse ich sehr, sehr viel. Diese Powergels, Powerballs, Bananen auch ein bisschen. Auch zwischendurch Cola wach zu halten. Und Cola? Auch. Ja, was ist da mit dem Zucker im Cola? Ja, das also beim Triathlon sowieso. Fast alle Profis und viele Amateuren an die Verpflegungsstellen. Nicht beim Schwimmen, natürlich, da bekommt man gar nichts. Beim Radfahren fängt man vielleicht an. Wenn man einmal mit Zucker anfängt, muss man auch dranbleiben. Aha. Und ich mache das sehr oft. Also gemischt Wasser und Cola. Ja. Macht man das an die Verpflegungsstellen und das gibt so einen Push. Ja. Und dann kann man vielleicht die letzten Energien aus dem Körper rausziehen. Gibt es einen Wettbewerb, wo du sagst, das war so anstrengend, das war so die Hölle, das würde ich nicht mehr machen? Es gibt viele. Es gibt einen Wettkampf in Alaska, was ich letztes Jahr mitgemacht habe. Das ist so ein 100-Meilen-Lauf durch eine Eiswüste und man zieht so, jeder muss sein Survival-Pack mitnehmen. Ja. Und man muss unter 48 Stunden im Ziel ankommen. Und man läuft oder man kann auch gehen? Man kann auch gehen. Du musst nur unter die Cut-Off-Time reinkommen, ansonsten ist man disqualifiziert. Aber du bist gelaufen? Ich bin gelaufen und auch gegangen. Also in der Nacht, wenn man macht auch kleine Stops, also Verpflegungsstellen. Ungefähr jede 18 Meilen war eine Verpflegungsstelle. Und dann macht man so, muss man wieder warmes Zeug zu sich nehmen und ein bisschen essen und dann weiter. Ja. Und das Rennen, ich bin ja kein großer Fan von Kälte und es war sehr, sehr kalt. Es ist immer dieses Rennen im Februar und da ist es danach minus 20, 30 minus, aber es ist eine andere Kälte, ne? Es ist eine trockene Kälte. Ja. Ja. Und deswegen spürt man das nicht so. Und das war, war das eigentlich die Hölle, diese Kälte, oder? Ja, die Kälte zaugt unheimlich viel Kraft aus dem Körper raus. Das Schnee ist sehr unpraktisch zum Laufen, weil er sehr viel nachgibt. Ja. Und ich habe mir auch so einen Wolf eingelaufen, das war auch extrem schlimm. Das war sehr schlimm. Ab Kilometer wie viel? Das war also direkt nach die zweite Verpflegungsstelle, das war bei Kilometer so 60, da hatte ich noch 100 Kilometer vor mir. Ja. Wie kann man sich davor schützen, ich meine, vor dem Wolf? Sind ja sowieso Wölfe in Alaska, oder nicht? Nee, nee. Auch Vaselin. 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 Und ich habe es vergessen und dann geht der Ja, aber das ist die Hölle, oder? Ich meine, 80 Kilometer mit wundgescheuert, das ist ja. Ist schlimm. Es ist, wie ist es denn, wenn ihr auf Tournee seid? Ich meine, kannst du da auch trainieren? Ja, es ist manchmal sehr unpraktisch, aber es geht. Es ist nur eine Frage von Disziplin und sich früh aufstehen. Ja. Ich laufe oft nach dem Konzert. Aha. Was machen deine Geschwister nach dem Konzert? Die gehen pennen. Wirklich? Oder gehst du noch laufen? Ich gehe oft laufen. Ja. Ist auch gut. Man ist so nach dem Konzert ein bisschen so in einer High oder ein bisschen so, weil das ist Musik, ne? Und dann zum Cooldown laufen ist sehr schön. Wie ist das jetzt eigentlich? Also, das ist ja richtig, ihr habt eine Pause gemacht. Eigentlich nicht. Nee? Aber es war doch keine neue Platte oder keine Tournee in Deutschland? Ja, in Deutschland nicht, aber im Ausland. Wir arbeiten. Wo wart ihr da im Ausland? Überall, von Portugal bis Norwegen. Also da ging das richtig nochmal weiter und nur hier in Deutschland seid ihr nicht so. Wir haben vorletztes Jahr zwei Best-ofs rausgebracht, zwei Platten. Ne? Und wir haben jetzt zu Weihnachten waren wir auf Tournee im Ausland und jetzt im Sommer wieder. Und wir sind jetzt ab 1. April im Studio und produzieren eine neue Platte. Ja. Und der kommt dann im September, Oktober raus. Wer mischt die ab? Ist er auch so Chico wie bei Barbara Becker? Nee, das ist ein No-Name. No-Name. Ihr spart euch, denn die Platte verkauft sich sowieso, oder? Ja, natürlich. Vielleicht kauft es auch keiner. Welche Funktion hast du innerhalb der Band? Ich meine, du spielst Gitarre und machst du noch was zusätzlich? Ja, ich singe auch. Also was ich mache ist... Management. Ich mache die komplette Tourbereich. Aha. Also komplett Tourbereich ist mein Gebiet. Und auch ein Großteil von Büro, Personal und Steuern, Finanzen, also Steuern auch. Very important. Und also viel Arbeit, zu viel Arbeit. Und der Sport
gibt mir Kraft und löst mir von diesem ganzen Bürokratie. Ja. Toll. Also ich würde natürlich sagen, das gibt auch ein Video von Joey Kelly. Ja? Oh, a little bit commercial. Und ich fand das wahnsinnig interessant. Viel Erfolg bei den nächsten Unternehmungen, vor allem auf dieser wahnsinnigen Radfahrt von den Rocky Mountains da bis Florida. Ja. Schönen Gruß an die Geschwister und toi 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 für die neue Platte und die neue Tournee. Dankeschön. Ja, alles Gute. Vielen Dank. Joey Kelly, meine Damen und Herren. Mein nächster Gast hat für seine Rolle als Robert Schmidt in der RTL-Serie Nicola den Krimi-Preis erhalten, zusammen mit Marila Milovic. Herzlich willkommen, Walter Sittler. Erstmal, ne? Ja, nimm einen Schluck. Ich finde das großartig. Ich glaube, du bist der einzige Schauspieler, den ich kenne, außer den Kollegen natürlich, die in Stuttgart engagiert sind, der sozusagen überall dreht und in Stuttgart wohnt. Ja. Ja. Du bist aber kein Schwabe. Nein, nein. Ich bin vor 12 Jahren nach Stuttgart gezogen mit meiner Familie und die Kinder gehen dort zur Schule. Und als es dann mit dem Fernsehen losging, waren die schon so fest verankert, dass meine Frau sagte, also nee, die machen die Schule zu Ende in Stuttgart und wenn es dann vorbei ist, dann können wir ja in die große weite Welt rausgehen. Aber erstmal ist Ruhe hier. Gehen deine Kinder in normale Schule oder in Waldorfschule in Stuttgart? Ja, Stuttgart ist so ein Waldi-Nest. Ja, es gibt da verschiedene. Nee, die gehen in 3 verschiedene Gymnasien. Ach so, bewusst, damit sie sich nicht auf dem Pausenhof begegnen und streiten? Oder, so war es bei meinem Bruder und mir. Nein, nein. Das ist einfach, die haben verschiedene, was sie können und wo sie hingehen wollen. Und dadurch ist es einfach verschiedene Schulen geworden. Ja. Und du bist dann überwiegend in Stuttgart? Oder sagst du, ich meine, die Familie kann ruhig da leben, weil ich selber bin eh nicht da? Also, dass du in Köln drehst oder nein, ich bin einer von denen, der kaum ist die letzte Klappe gefallen, schon im Auto sitzt oder im Flugzeug oder im Zug oder sonst irgendwie, um nach Hause zu kommen. Wirklich wahr? Ich bin so schnell zu Hause, wie es nur geht. Ein richtiges Familientier? Ja, ein richtiges. Deswegen lebe ich, also ich meine, ist ja auch ein Exot in dem Beruf. Eigentlich schon, ja. Die meisten leben in zerrütteten Familien. Ist ja selber ein Bitte? Familientier, ne? Ich bin auch ein Familientier. Ja, ja, selbstverständlich. Aber ich sitze nicht sofort im Auto, also kurz danach. Ah, doch, ja. Schon. Aber ich muss auch nicht so weit fahren. Nee. Nein, aber ich meine, viele Kollegen suchen natürlich neue Partner und die Ehen kaputt. Und so ist wirklich, also wie lange seid ihr verheiratet? Ach, noch nicht so lange, also 16 Jahre. Ich bitte dich. Hier ein Raunen geht's durch die zerrütteten Partnerschaft im Publikum. Ja, es wird halt auch immer, es ist wie mit allem, was gut ist. Du wirst auch immer besser, ne? Und verstehst du? Ja, und dann die Ehe wird auch immer besser, das ist es doch. Ist das so? Ja. Die Ehe wird immer besser. Viele sagen ja, man lebt sich aneinander vorbei, man lebt sich auseinander und so. Nein, ist es so? Doch, doch, das passiert schon auch, das sehe ich auch. Aber ich denke, wenn man aufpasst, ja, und beieinander und immer schaut, wie der andere so ist, dann passiert was natürlich Interesse voraussetzt. Ah ja, klar. Sonst geht's ja nicht. Ja, 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 klar. Nee, und dann funktioniert das und das ist bei uns so und daher... Ist es, kann ich immer nur sagen, also wir kennen uns kaum. Wird deine Frau nicht von den Freunden und so weiter auf Knien beneidet um einen Mann, der ich habe noch nie einen Mann im Fernsehen sich so, wie soll man sagen, rein und klar zur Ehe und zur Qualität der Ehe bekennen hören, wie dich jetzt. Naja, ich denke, es ist ja so, es ist ja nicht jeder für die Ehe geeignet. Um das mal zu sagen. Also, ja. Und genauso wie nicht alle geeignet sind, Kinder zu haben. Also, und dann sollen gut, sie das aber nicht trotzdem machen. Haben die welche, aber das ist ja auch wieder was ja, gut, anderes. Ja, gut, das sind die Fehler, die wir alle machen. Ja. Also ich nicht, also ich habe gerne Kinder, ich finde es toll. Ja. Ich möchte es gar nicht anders haben. Ich auch. Aber man sieht natürlich oft, gut, man hat vielleicht den Eindruck und sagt, warum muss er auch noch Kinder haben? Aber das ist natürlich wieder eine subjektive Empfindung. Das ist gemein, ja. Nein, weil viele natürlich dann irgendwie, ich denke, oft, wenn sie mit Zigarette die Mütze festbinden oder sowas im Supermarkt, irgendwie, muss ja nicht sein, oder? Nee. Wenn Mutti auf der Straße schon raucht, kann sie doch vorher die Zigarette ausmachen. Aber gut, das ist subjektiv und wir leben in der Demokratie und jeder kann machen, was er will. Oder? So ist es. Du bist wo geboren? In Chicago. Bist du Amerikaner? Ja. Also man ist ja in Amerika, ist ja so, jeder, der in Amerika geboren ist, ist Amerikaner, egal was die Eltern sind. Das ist hier ja anders, aber dort ist das so. Und da ich durch Zufall dort geboren bin, bin ich Amerikaner. Und das würde dich nicht reizen, in Amerika zu leben? Also leben und arbeiten schon, nur es ist ja so, in unserem Beruf gibt es ja ganz viele in Amerika, die ziemlich gut sind, würde ich mal sagen. Ne? Also die Konkurrenz ist ziemlich riesig da drüben. Und, auch das hört man von deutschen Schauspielern selten. Die meisten gehen ja rüber, um es dort mal zu probieren. Um mal zu zeigen, wer sie eigentlich sind. Ne? Genau. Nein, also ich würde sehr gerne dort arbeiten. Wenn was gäbe, würde ich es auch tun. Ja. Aber momentan bin ich ja sehr gut beschäftigt hier. Also ich meine, ganz vorne mit dabei, ja. Jetzt ist, das bleibt auch so, ihr seid unglaublich erfolgreich. Oder jetzt geht gerade 5. Staffel los von Nicola. Ist abgedreht, aber ich meine, noch nicht ausgestrahlt. Nee, die wird ausgestrahlt im Herbst und dann drehen wir die 6. Ja, und was ist das jetzt mit dem Barilli, was ihr für das ZDF gemacht habt? Da hatte ich
habe ich einen Anruf bekommen von der Katharina Trebitsch, die, für die ich schon sehr viel gearbeitet habe. Ich gesagt, wir müssen unbedingt im Herbst noch was machen. Was, ja. Ich hätte da einen Stoff. Hat sie mir geschickt und gesagt, nee, Katharina, das gefällt mir nicht und ich möchte auch bei der Familie bleiben. Dann sagt sie, ja gut, aber irgendwas, sag mal, hast du nicht irgendwas? Sag ich, ja, ich hätte da schon was. Wenn du das machen willst, das würde ich schon machen. Und dann habe ich ihr das Exposé geschickt und dann kam sie mit Gabriel Barilli um die Ecke ganz schnell. Der hat dann gesagt, das mache ich da, ich mochte es, aber ich muss zwei Teile daraus machen. Ja. Dann hat er zwei Teile daraus gemacht, dann hat die Katharina gesagt, machst du auch zwei Teile? Sag ich, ja, eigentlich ist es ein Teil, aber gut, dann machen wir halt zwei Teile. Das war und deine Idee? Ja. Und Barilli hat ein Buch daraus geschrieben? Ja, ein und Drehbuch und hat Regie geführt und mitgespielt. Wirklich wahr? Kanntet ihr euch vorher? Ja, sein Multitalent, nein, ich kannte ihn nicht. Und dann haben wir im letzten Herbst, von September bis Ende Oktober, haben wir das gedreht. Aber worum geht's da? Also, es geht, sagen wir so. Oder weißt du es nicht? Ich meine, es war doch deine Idee. Es ist der Begriff. Ja. Die anderen Schauspieler wissen es auch nicht, wenn sie kommen, aber sie werden gezwungen, diese Filme zu machen, weil sie Geld brauchen. Also es ist im Prinzip es ist der sehr dramatische Beginn einer Liebesbeziehung und zwei Ehen gehen dabei, die nicht mehr in Ordnung sind oder nie in Ordnung waren, gehen dabei zu Bruch. Aha. Ist das okay? Ist das genug? Tauschen sich die Partner oder ist das außerhalb? Nein, er geht, er ist, also die Rolle, die ich spiele, ja, ist in einer sehr modernen, sehr durchdachten und sehr offenen und sehr freien Ehe, wo man also, jeder hat noch einen extra Freund und es ist auch alles okay und irgendwie, ja, wir haben Geld und keine Kinder, es ist alles okay und er ist eben nicht okay und er sieht dann eine Frau, die aus ganz anderen Wer spielt Gründen, diese Frau? Sabine Petzl. Die hat in Nicola schon mal mitgespielt. Ah, aus ich Wien. Weiß. Genau, aus Wien, ja. Ja, hat der Barilli die mitgebracht? Nein, die wollte ist sie mit Barilli verheiratet? Ist eine Frau, die nicht mit ihm verheiratet ist, nein. ich habe sie mir gewünscht. Aha. Weil ich kannte sie und dachte, du darfst dir Frauen genau wünschen, das ZDF bezahlt die dann? Das ist ja unglaublich. Damit sie mit mir drehen. Ja, aber das zeigt ja für das Standing, oder? Obwohl, ja, man muss sagen, die liebe Marile Milovic hat dich auch so in Nicola reingebracht. Ist das richtig? Die Marile Milovic hat die Produktionsfirma gezwungen, mich zu engagieren. Sonst hätte sie das nicht gemacht. Ja, es war. Das ist wie Hollywood. Das I want this guy. Yeah, if you don't take him, fuck you. Ja, ja. Und, nein. Ja. Ja. Und so ist aus der einen Idee ein Zweiteiler geworden und der wird jetzt dann ausgestrahlt. Wann? 15. und 16. April, 20:15 Uhr. 20:15 Uhr. Zur besten Zeit im ZDF. Die werden beim ZDF gleich versuchen, dich rüberzuholen. Und so weg von RTL. Fest engagieren, ne? Hast du einen Exklusivvertrag mit RTL? Nee, sonst dürft ihr ja nicht fürs ZDF arbeiten. Ja gut, man kann nur sagen, dass ihr einmal was erlaubt. Das ist aber genau, los, wo damit man da bleibt. Ja. Nein, nein, ich gucke, wo die guten Sachen sind und wenn ein gutes Drehbuch kommt, mache ich es gerne. Klar. Aber du kriegst viel angeboten, ja? Das kommt schon klar. Ja, was ist der Mann von Beruf, den du da spielst? Ein Zahnarzt, aber der Beruf spielt keine Rolle. Wieso? Weil er nur einmal erwähnt wird, kurz, weil es geht eigentlich nur um die Befreiung von diesem ganzen Krampf, den wir hier machen. Ja, aber du spielst viele Ärzte, oder? Ja, ich meine, bin das Bild eines Arztes. Der Wahnsinn ist ja, ich habe ja sehr lange versucht, effektiv echter Arzt zu werden. Ich wollte ja einen ordentlichen Beruf haben. Welcher Arzt wolltest du werden? Egal, irgendeiner. Nur irgendeiner. Warum hat das nicht geklappt? Ich hatte ja einen ähnlichen Durchschnitt im Abitur wie du, wenn ich mich recht entsinne. Und daraufhin hat die ZVS mir keinen Studienplatz gegeben, sofort. Ja. Und, Glück gehabt! Ja! Ein Glück für das deutsche Fernsehen. Und dann hast du auch Schauspielerin verlegt, ja? Nee, dann habe ich, also ich habe im Krankenhaus gearbeitet, ich habe Bücher gelesen, ich war Studienstifler des deutschen Volkes, alles mögliche, nur um Arzt zu werden. Und als ich dann den ersten Zulassungsbescheid hatte, habe ich gesagt, nee, jetzt will ich nicht mehr. Habe ihn zurückgeschickt, habe mich bei der Schauspielschule beworben und wurde bei der ersten Prüfung aufgenommen. Und zwar nicht bei irgendeiner, sondern bei der renommiertesten Otto-Falkenberg-Schule. Münchner Kammerspiele angeschlossen, ja? Ja. Nicht Weil so. Ich kannte da einen, der dort war, ein Freund, Andreas Studnitz, Regisseur inzwischen. Aha. Und der hat mich mitgenommen zu einer Weihnachtsfeier einmal und hat gesagt, komm doch mal mit. Ich gehe und sage, wow, das gefällt mir. Und dann habe ich mich beworben und da war diese Aufnahmeprüfung und da waren diese ganzen Hunderten von Leuten, die alle sagten, ich war gestern in Wien und morgen ist die Aufnahmeprüfung in Berlin. Und ich sagte, wo? Aber ich wurde aufgenommen. Also insofern, weil du dieses strahlend deutsche, heldenhafte, im positiven Sinne hast. Naja, Schiller. Bei der Aufnahmeprüfung sagte man mir, Sie sehen ein bisschen aus wie ein Held in Oldenburg 1960. Aber gut, jetzt bin ich hier. Ne? Ja, jetzt bist du hier. Ja. Das war schön. Walter Sittler, mein Lieber, komm wieder. Die Sendung ist jetzt zu Ende, ja?
Ehrlich? Weißt du, hier, ja, ja. Ihr beim Film heißt immer Feierabend oder Schnitt. Also bei uns ist einfach die Sendung zu Ende. Walter Sittler, Nicola, danke dir. Alles Gute. Morgen Abend, meine Damen und Herren. Moritz bleibt treu. Und Else Buschheuer. Bis morgen, gute Nacht, tschüss.